Philipp, der ungewollte Prinz, Skandalfunkstille im serbischen Palast. Seitdem sein Bruder Prinz Peter, 43, am 28. April 2022 abdankte, bilden Prinz Philipp von Serbien, 41, und Ehefrau Danica Marinković, 37, die Zukunft des Hauses Karađorđević, zum Unwillen seines Vaters Kronprinz Alexander von Serbien, 77. Bei der Abdankung in der Casa de Pilatos, dem Stadtpalais im spanischen Sevilla, fehlte er. Lediglich seine Ex-Frau, Prinzessin Maria, 76, war nach Angaben der serbischen Zeitung Politika zugegen. Ein Skandal. In einem aktuellen Interview mit der serbischen Illustrierten Gloria lässt Philipp von Serbien Differenzen mit seinem Vater durchscheinen. Seit 3 Jahren habe der Erbprinz keinen Fuß mehr in das königliche Schloss Belitvor in Belgrad gesetzt. Vor knapp einem Jahr erklärte Prinz Peter, ältester Enkel von Peter II., 47, letzter König von Jugoslawien, seinen Rücktritt als Erbprinz. Der ledige in Sevilla lebende Grafikdesigner glaube laut Politika, dass es im Interesse der Dynastie sei, wenn Philipp mit seiner Familie in Serbien unter seinem eigenen Volk leben würde. Mit Ehefrau Danica hat er einen 5-jährigen Sohn, Prinz Stefan. Damit gingen alle Rechte und Pflichten der Krone auf Philipp über. Der neue Erbprinz von Serbien war geboren. Kronprinz Alexander zeigte sich unzufrieden über die Abdankung seines ältesten Sohnes. Die Entscheidung wurde nicht in Übereinstimmung mit der königlichen Tradition durchgeführt, hieß es nach Angaben von Nova in einer Erklärung. Er wünsche Peter zwar alles Gute, betonte aber auch, dieses Ereignis und das damit verbundene Verfahren fanden nicht am königlichen Hof in Serbien mit meiner Anwesenheit und Autorität als Familienoberhaupt, mit dem Segen unserer heiligen Kirche und unter Beteiligung des Kronrates an dem Prozess statt. Anführungszeichen. Die Zukunft des Hauses Karađorđević liegt nun in Prinz Philipps Händen. Im Juli 2020 zog er mit seiner Familie von London nach Belgrad. Geboren in den Vereinigten Staaten und aufgewachsen in Großbritannien, musste Philipp erst einmal die Sprache lernen. Zu seinem Vater Alexander habe er laut eigenen Angaben zwar regelmäßig Kontakt, was beiden sehr viel bedeutet. Und dennoch gibt es Spannungen, heißt es vor wenigen Tagen in Gloria, zitiert von der serbischen Ausgabe des Hello Magazins. Was genau er mit seinem letzten Satz meint, verrät Philipp nicht. Wie groß die familiären Differenzen sind, darauf deutet seine Entscheidung, den königlichen Palast seit 3 Jahren nicht mehr betreten zu haben, hin. Wir waren seit mehr als 3 Jahren nicht mehr in Tvor, seit ich mit Danica und Stefan nach Belgrad zurückgekehrt bin. Der Moment, in dem ich zurückkehre, wird ein Zeichen dafür sein, dass sich einige Dinge in unserer Familie zum Besseren verändert haben, dass die Probleme wirklich gelöst wurden und dass wir einen ehrlichen und richtigen Weg fortsetzen können, erklärt Kronprinz Alexanders Sohn. Erst dann werde die Familie endlich die Würde unserer Vorfahren wiederherstellen, die den Palast als Spur einer Zeit erbaut haben, die Danica und ich wiederbeleben wollen, indem wir unsere Tradition, unser kulturelles und historisches Erbe und unsere Identität Serbiens pflegen, betont Prinz Philipp abschließend. Hört sich ganz danach an, als ob noch ein langer Weg vor der Familie liegt, bis alle Differenzen beseitigt worden sind. Verwendete Quellen: Politika RS, Hello Magazin RS, Gloria RS, Nova RS.